was mich immer so beschäftigt hat, wenn es jetzt darum ging, dass du was schreiben solltest, was Menschen betraf, die du mochtest, die Freunde waren, sage ich mal, oder gibt's sind. Gibt's nur einen Bericht über so einen, der mir sehr nahe, weil ich letztlich im Grunde meines Herzens immer den Satz meiner Mutter hatte, der größte Feind im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Klar? Und dieses Wort ist nie aus mir rausgekommen. Das hat immer genagt. Das konnte ich nicht zudecken. Weil ich hatte gute Gründe, diese Arbeit zu machen. Aber genagt hat der Satz an dir, von deiner Mutter? Schluss jetzt. Der hat nicht genagt. Ich habe viel zu wenig Leute angeschissen. Bist du jetzt zufrieden? Nee, das geht nicht darum, um Anschissen. Es geht nicht darum. Ich gehe über Bord. Ich höre diese scheiß westdeutschen Filmfragen genau raus. Denk mal nicht. Ich habe kein Gewissen und ich habe keine Moral. Jedenfalls nicht eure. Verflucht nochmal. Warum lasse ich mich bloß so hinreißen? Genacht und wie wart ihr und so ein Scheißdreck alles. Und das mir mit meinen Jahren auf dem Buckel und mit einem schönen Enkel. Hat nicht genacht. Wir haben euch Kapitalisten viel zu wenig ans Bein gepisst, sag ich mir heute. Hätte ich bloß nicht bei der Stasi in den Sack gehauen, sag ich heute. Ne? Diese Ackermanns, diese Schwerverbrecher, dieses Saupack bei Thyssen, bei IG Farben, den armen Leuten noch das bisschen vom Brot kratzen und sagen, sie sind Arbeitgeber. Ja, was geben sie uns denn? Und wir sind die Nehmer, ja. Was nehmen wir uns denn von denen? Und jetzt kommst du mir daher mit am Gewissen genagt. Gegenüber die habe ich kein Gewissen. Und wenn es helfen würde, würde ich eine Handgranate nehmen und von Zimmer zu Zimmer gehen und sie reinrollen lassen. Und vorher gucke ich, ob eine arme Sekretärin da sitzt. Die sage ich, hebe deinen Arsch da weg, Mädchen. Jetzt riecht es nach Pulverdampf. Und dass die Stunde kommt. Und hoffentlich ohne Blutvergießen.